So, da ist Herr Wössmann. Er ist Leiter des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik und Professor für Volkswirtschaftslehre und auch hier vor allem Bildungsökonomik im Center for Economic Studies, CES, an der Volkswirtschaftlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und alles, was er forscht, hat auch immer ganz besondere praktische Relevanz für uns alle, für unsere Gesellschaft. Und ihn interessiert besonders die Bedeutung von Bildung für wirtschaftlichen Wohlstand und die Auswirkungen von Schulsystemen auf Schülerleistungen und Chancengerechtigkeit. Er war unter anderem auch federführend verantwortlich für die Wirkungsstudie, die gerade zu Rock Your Life erschienen ist. Und er erläutert uns jetzt im Großen und dabei in aller Kürze eingedampft die wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Mentoring und informellem Lernen. Bitte, Herr Wessmann. Ja, vielen Dank für die netten Worte. Genau, ich mache das ganz kurz und im ganz Großen. Mal schauen, wie wir das hinbekommen. Vielen Dank für die Einladung, auch die spannende Diskussion bisher. Ich nehme ein paar Slides dabei, weil dann kann ich auch ein paar Zahlen dazu zeigen, zu dem, was wir vielleicht eben wissen. Genau, es geht mir darum, eben ein bisschen was dazu berichten, was wir aus der Forschung, aus der Wissenschaft eigentlich wissen darüber, inwiefern eben Mentoring die Lebenschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher beeinflussen kann. Vielleicht vorweggeschickt erstmal die Frage eben überhaupt, warum ist uns das wichtig mit dem mit der Bildung? Und da ist mein Hintergrund vielleicht auch relevant. Ich bin Bildungsökonom, ich betrachte sozusagen die Sachen auch aus den wirtschaftlichen Chancen, die für den Einzelnen daraus entstehen. Und ich glaube, das ist ja letztendlich eine Frage der gesellschaftlichen Teilhabe am Ende des Tages. Und ich finde, dass das offensichtlichste Bild, was einem irgendwie klar macht, wie wichtig Bildung eben ist für die Lebenschancen aller Menschen, ist, wenn wir uns einfach mal die Arbeitslosenrate anschauen, die wir haben und die einfach nur nach dem Bildungsabschluss der jeweiligen Menschen aufteilen. Das sind ja Zahlen, die sind noch gerade vor der Corona-Krise. Das heißt, das war eigentlich mitten im Boom, das war die beste Zeit, die wir je hatten. Und Sie sehen, Arbeitslosenquote unter Menschen mit einem Hochschulabschluss oder Fachhochschulabschluss ist 2%. Also wenn man immer mal wieder über Akademikerarbeitslosigkeit redet, quantitativ gesehen ist das ein Non-Issue. Auch mit einer berufsqualifizierenden Abschluss, mit einer Lehre oder Fachschule, das war immer schon mal ein ganzes Stück höher, aber sozusagen jetzt in der Hauptboomphase war die auf rund 3,5% gesunken. Und selbst in dieser Boomphase war die Arbeitslosigkeit unter den Menschen ohne berufsqualifizierenden Abschluss bei 17,5%. Eigentlich davor die Jahre immer so um die 20%. Und die Befürchtung ist groß, dass das jetzt auch bald wieder dahin gehen wird. Sie sehen also, wenn Sie möchten, dass die Menschen eben sich wirklich am Arbeitsmarkt beteiligen können, dann ist der beste Weg dahin, eine gute Bildung zu bekommen. Ich möchte das jetzt auch nicht nur nach den Bildungsabschlüssen denken, sondern wirklich darum eigentlich, dass man eine qualitativ hochwertige Bildung erzielt. Aber diese Abschlüsse allein schon zeigen das ja eben sehr stark. Und dann ist eben der zweite Punkt, die Chance, gute Bildungsabschlüsse oder vielmehr auch gute Bildungsqualität zu erzielen, hängt halt sehr stark vom Elternhaus ab. Der bekannte Bildungstrichter hier zeigt von 100 Kindern von Akademikereltern, also wo ein Elternteil selbst zur Uni gegangen ist, gehen 79% auch zur Uni. Und von 100 Kindern von Nicht-Akademikereltern sind es nur 27. Und das sozusagen bei freiem Zugang zur Uni, kostet ja auch nichts hier in Deutschland, sehen wir diese riesengroßen Unterschiede. Das heißt, die Chancengleichheit ist eben einfach nicht gegeben. Und die große Frage ist, woran liegt das? Kann man lange darüber diskutieren. Aber der Punkt ist, wir haben die riesengroßen Unterschiede. Oder Sie können das anschauen, wenn Sie sich den PISA-Test anschauen, also nicht nur nach diesen Abschlüssen oder ob man zur Uni geht, ist ja nicht das Allerwichtigste im Leben. Aber einfach nur mal die Mathematikleistung von 15-Jährigen anschaut und von denen aus sozioökonomisch starken Elternhäusern, sozioökonomisch schwachen Elternhäusern, dann liegt da unter den Gleichaltrigen im Durchschnitt ein Unterschied in den Mathematikleistungen, der dem entspricht, was man normalerweise in 4 Jahren lernt, unter Gleichaltrigen. Das heißt, da sind riesengroße Lücken und die große Frage ist, was können wir tun, eben gerade die Kinder, die eben aus benachteiligten Elternhäusern da sind, ihre Bildungschancen zu verbessern. Heißt also letztendlich, wie können wir verringern, dass eben diese Ungleichheit über Generationen immer weitergegeben wird. Und leider zeigt die Forschung da insgesamt, dass da viele der klassischen Maßnahmen, die im Schulbereich ansetzen, im Familienbereich, gerade wenn es dann um Jugendliche geht, schon sozusagen die später in der Bildungsbiografie oder dann auch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, schon enge Grenzen haben.
Und der wichtigste Grund daran ist wahrscheinlich, dass es eben gerade so ist, dass sie ja eben dieses benachteiligte Familienumfeld nicht per se komplett ändern können. Das müssen wir uns auch als Gesellschaft bewusst machen, dass das eben schon der wichtigste Ansatzpunkt ist. Und darum ist der Ansatzpunkt der Mentoring-Programme, über die wir ja heute reden, so extrem spannend und auch wichtig, weil da geht es ja genau darum, dass man die familiäre Unterstützung durch eine persönliche Unterstützung durch andere Erwachsene, also durch Mentorinnen und Mentoren, ergänzt. Also man setzt eigentlich genau da an, wo es eben bei den Kindern aus benachteiligten Schichten eben mangelt. Und man kann da jetzt eben entweder direkt im Kindesalter ansetzen, im jugendlichen Alter. Und das Tolle ist, dass es sozusagen da Programme gibt im Mentoring-Bereich, in beiden Bereichen. Und da brauche ich gar nichts drüber sagen hier, weil da haben wir ja heute schon viel drüber gehört. Und zwar von Leuten, die das viel besser erklären können als ich. Es gibt Baloo und Du, die setzen vor allem im Grundschulbereich an. Rock Your Life, die eben in der weiterführenden Schule ansetzen. Es gibt natürlich auch, um das mir gleich mal zu sagen, ein Erkenntnis in der Wissenschaft, dass es sozusagen insgesamt auch sehr wichtig ist, möglichst früh anzusetzen, also auch im vorschulischen Bereich, im frühkindlichen Bereich. Je mehr man da die Familien unterstützen kann, desto besser. Wäre extrem wichtig. Aber danach ist eben die große Frage, und die viel größere Frage ist eigentlich sozusagen gerade auch beim jugendlichen Bereich, ist es da nicht irgendwann so, dass das schon hoffnungslose Fälle sind und man gar nichts mehr erreichen kann? Und vielfach war die Meinung so, da kommen wir nicht mehr ran. Auch Schulen sagen dann irgendwann nicht mehr, diese Kinder, diese Jugendlichen, die haben einfach sozusagen das Letzte, was sie wollen, ist noch mehr Schule. Die haben keinen Bock mehr darauf. Die große Frage ist, kann man denn mit Mentoring da was erreichen? Und das Spannende ist, dass wir genau diese beiden Mentoring-Programme, die wir hier sehen, in Deutschland wissenschaftlich mit extrem umfangreichen Projekten evaluiert haben, um zu sehen, ob die wirklich den Kindern und Jugendlichen irgendwas bringen, ob die ja teilnehmen, am Ende des Tages besser dastehen als die, die nicht teilnehmen. Das eine Projekt bezieht sich auf Baloo und Du, das ist von Kolleginnen und Kollegen von der Uni Bonn im Rahmen der Region Köln-Bonn evaluiert worden. Und Sie haben es gerade angesprochen, eigentlich erst kürzlich, vor ein paar Monaten, konnten wir die ersten Ergebnisse unserer eigenen Evaluation, unserer heißt eben meines Teams am IFO-Institut, zu Rock Your Life berichten. Das war sozusagen, da haben wir evaluiert an 10 verschiedenen Standorten über ganz Deutschland verteilt. Und sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht ist da eben die spannendste und wichtigste Aufgabe und die größte Herausforderung, wie finden wir denn eigentlich eine überzeugende Vergleichsgruppe, mit denen wir die Teilnehmer von diesen Mentoring-Programmen vergleichen können, um zu wissen, wie hätten die sich entwickelt, wenn sie jetzt nicht teilgenommen hätten. Und da brauchen wir ja ähnlich benachteiligte Kinder und Jugendliche und die finden wir in den meisten Datensätzen einfach so nicht so leicht. Und beide dieser Evaluationsprojekte haben eigentlich quasi den Goldstandard der Evaluierung hier angewendet, nämlich indem sie wann immer, in unserem Fall sozusagen in diesen verschiedenen Standorten, wann immer es mehr Bewerberinnen und Bewerber gab als freie Plätze, dann hat das Los darüber entschieden, welcher Jugendliche teilnehmen konnte, welcher nicht. Und bei Baloo und Du war das genau das Gleiche. Ganz spannend ist eigentlich sozusagen, dass man jetzt gerade, es ist eigentlich die fairste, ethisch gesehen, die fairste Vorgehensweise, die freien Plätze zu verteilen, wenn es nicht genug gibt. Und leider ist es so, dass es immer viel mehr benachteiligte Kinder und Jugendliche gibt, als wir gerade mit solchen Programmen bis jetzt noch erreichen. Und das Spannende war auch, wir haben das vorher viel darüber diskutiert, dass man dann vor Ort gesehen hat, die Jugendlichen haben gesagt, ja klar, das ist doch das Logischste, das kennen wir ja auch von unserer Schulrealität, wenn es mal mehr Plätze, weniger Plätze gibt bei einem Schüleraustausch, als Leute teilnehmen wollen, dann wird das losgeworfen, ist ja das Fairste. So haben wir es hier halt auch gemacht und dann ist das Tolle, dann kann man nämlich genau nach der Zufall entschieden, wer ist drin und wer ist nicht drin. Und wenn man es schafft, sowohl die Teilnehmer als auch die Nicht-Teilnehmer in der Zukunft weiter zu begleiten und befragen zu können, dann kann man einfach nur die beiden Gruppen vergleichen und sieht, welchen Effekt hatte das Programm. Und hat es überhaupt einen Effekt? Und sozusagen, da ist ein paar ganz kurze Schlaglichter, sozusagen, was eigentlich da gefunden wurde. Das erste ist jetzt eben von den Kolleginnen und Kollegen aus Bonn zu Baloo und Du. Die haben zunächst mal gesehen, dass es einen sehr starken Effekt gab auf die Verhaltensweisen eigentlich dieser Kinder. Und zwar vor allem auf das prosoziale Verhalten, also in dem Ausmaß, wie man eigentlich mit anderen umgehen kann, was gerade in dem Alter, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Wenn Sie das Bild hier anschauen, sieht ein bisschen chaotisch aus. Sie sehen links eigentlich sozusagen das Ausmaß dieses prosozialen Verhaltens unter den benachteiligten Kindern, also den Kindern aus ärmeren Verhältnissen und sozusagen weitere Definition hier,
die eben nicht teilgenommen haben. Ganz rechts sehen Sie, und das ist das Spannende an der Studie, die haben eben auch das Gleiche gemessen unter Kindern aus eher, also wenig benachteiligten Hintergründen, aus sehr guten Hintergründen. Und Sie sehen, dass da einen großen Unterschied gibt, sozusagen, die haben eigentlich insgesamt im Verhalten, in diesem Verhalten einen sehr großen Vorsprung. Und das Spannende ist, in der Mitte, das ist die Gruppe der Kinder aus benachteiligten Verhältnissen, die eben aufgrund der Losentscheidung an Baloo und Du teilgenommen haben. Und man sieht hier, das ist jetzt ganz konkret 2 Jahre nachdem das Programm gestartet ist, ein viel größeres Ausmaß dieses prosozialen Verhaltens, und zwar in dem Ausmaß, dass de facto die gesamte Lücke in dem prosozialen Verhalten zwischen den benachteiligten und nicht benachteiligten Kindern geschlossen wird durch Baloo und Du. Ein riesengroßer Effekt. Und was das längerfristig auch bedeutet hat, und das ist vielleicht also für vieles, für die Bildungsbiografie dieser Kinder halt das vielleicht noch viel spannendere und wichtigere, haben die diese Kinder eben über viele Jahre mittlerweile verfolgt und konnten ihnen mittlerweile zeigen, dass dann eben, Sie sehen wieder die gleichen Gruppen, das sind jetzt die Anteile derer, die auf dem Gymnasium weitergehen. Als ein Maß sozusagen, welche Bildungsarie nimmt man eigentlich ein? Das ist natürlich sozusagen, da kommt es nicht alleine drauf an, aber am Ende des Tages ist das, erhöht das wesentlich die Chance, sozusagen eine höhere Bildungskarriere später einzuschlagen. Und zu sehen, zunächst mal zwischen den benachteiligten Kindern hier links und den Kindern aus sozioökonomisch stärkeren Verhältnissen hier rechts, gibt es einen riesengroßen Unterschied in dem Anteil derer, die da hingehen. Das ist das, was wir ja später auch beim Hochschulzugang dann sehen, nämlich von über 30 Prozentpunkten. Und die Kinder, die an Baloo und Du teilgenommen haben, für die ist sozusagen ein Drittel dieser Lücke zwischen den benachteiligten und nicht benachteiligten Kindern geschlossen worden. Sozusagen ein sehr starker Effekt hier von 11 Prozentpunkten mehr, die jetzt aufs Gymnasium gehen, weil sie an Baloo und Du teilgenommen haben. Sie sehen eigentlich, das Spannende ist vielleicht sogar gerade so sehr zu sagen, es war ja gar nicht sozusagen ein gezieltes Programm, was gesagt, wir wollen jetzt den Gymnasialzugang stärken, sondern es geht ja eigentlich nur darum, die Kinder insgesamt gesamtheitlich sozusagen zu fördern, denen mehr Chancen zu geben. Und man sieht dann eben, das klappt auch. Das hat dann die Effekte, dass sie am Ende des Tages eben viel größere Bildungschancen erhalten. Ein Schlaglicht zu unserer Studie mit den Jugendlichen. Die setzen jetzt eben später an, und da ist gerade diese Befürchtung, man geht eben in wirklich Brennpunktgebiete, benachteiligte Schulen rein. Vielfach wird, also es wird viel da berichtet, dass eben selbst die Lehrer dann manchmal einfach nur sagen, ach komm, das sind hoffnungslose Fälle, wir kommen an die nicht mehr ran. Die Frage ist, kann man da noch was erreichen? Und das ist eben das, was ja Rockalike versucht. Auch mit dem gezielten Idee, die Jugendlichen auf das weitere Leben vorzubereiten. Und dementsprechend haben wir uns angeschaut, die sind sozusagen jetzt immer noch nicht auf dem Arbeitsmarkt. Wir werden noch ein paar Jahre brauchen, bevor wir das beobachten können. Aber es gibt verschiedene Indikatoren, die eben sehr stark vorhersagen, ob man später am Arbeitsmarkt gute Aussichten hat oder nicht. Und zwar haben wir drei Dinge gemessen. Zum einen die Mathematiknote als so ein schulisches, akademisches, kognitives Maß. Dann Geduld und Sozialkompetenzen eben als Verhaltensmaß, nicht kognitives Maß. Und das dritte, Arbeitsmarktorientierung, heißt einfach nur sozusagen, wie stark haben eigentlich die Jugendlichen jetzt überhaupt schon mal angefangen, über ihre Zukunft nachzudenken. Was Sie jetzt hier sehen, ist zunächst mal einfach nur der Unterschied eben, eigentlich ganz ähnlich wie gerade schon, zwischen den stark benachteiligten Jugendlichen und den nicht so stark benachteiligten Jugendlichen bei uns, die hier teilgenommen haben. Und Sie sehen da sehr große Unterschiede. Das sind Standardabweichungen. Wir haben ja verschiedene Maße, ansonsten kann man das schwer vergleichen. Ich möchte nur sagen, die Unterschiede sind hier sehr groß, und dem will ich jetzt sozusagen eigentlich die Effekte gegenüberstellen. Das ist eigentlich das Spannende. Und Sie sehen, dass nach einem Jahr haben wir sozusagen die Jugendlichen, die bei Rock Your Life teilgenommen haben, mit denen verglichen, die nicht teilgenommen haben. Und wir sehen, dass es einen sehr starken Effekt auf die Mathematiknote gibt. Das ganz konkret kann man sagen, das sind eben 0,4 Notenschritte, sozusagen, die sind um 0,4 Noten im Durchschnitt in Mathe besser geworden. Wahnsinnig großer Effekt. Das ist mehr als die Hälfte des gesamten Unterschiedes zwischen den benachteiligten und nicht so benachteiligten Jugendlichen in unserer Studie. Der Effekt gerade auf die Geduld, das ist ja auch was mit Zukunftsorientierung, das ist was, was eben in der Forschung gezeigt wird, extrem wichtig ist für den Arbeitsmarkt insgesamt später. Einen riesengroßen Effekt, der sogar genauso groß ist, sogar ein bisschen größer als dieser gesamte Unterschied. Und im dritten Bereich, wo es eigentlich sogar gar keinen Unterschied gibt, das hat vermutlich vor allem da was mit zu tun, dass die besser gestellten Jugendlichen jetzt in der 8., 9. Klasse, das ist das, wo Rock Your Life hier ansetzt,
gerade eben noch nicht drüber nachdenken, weil die vor allem erstmal denken, ja, wir werden erstmal noch aufs Gymnasium gehen und sowas. Aber da sehen wir wiederum einen sehr starken Effekt. Also in allen drei Bereichen sehr starke, statistisch hochsignifikante Effekte. Ganz konkret ein Aspekt zum Beispiel, der hier reingeht, ist, wir haben gefragt, was wollt ihr denn eigentlich nach der Schule machen? Und unter denen, die nicht teilgenommen haben, sagen 44%, ich möchte eigentlich eine Berufsausbildung machen nach der Schule. Unter denen, die teilgenommen haben, steigt dieser Anteil auf 66%. Also 22 Prozentpunkte mehr, die jetzt irgendwie schon mal überhaupt in die Zukunft nachgedacht haben und konkret gesehen haben, ja, ich möchte eine Berufsausbildung machen. Wenn Sie das insgesamt nehmen, können Sie einen Index dieser Arbeitsmarktaussichten aus diesen drei Bereichen zusammenbringen. Da sehen Sie, dass Rock Your Life die gesamte sozioökonomischen Unterschiede, die wir hier sehen, geschlossen hat, nach einem Jahr Teilnahme. Heißt also insgesamt, damit schließe ich, wir sehen eben ganz konkret, dass Mentoring erwiesenermaßen den benachteiligten Kindern und Jugendlichen hilft, wirksam ihre Bildungs- und Arbeitsmarktchancen verbessern kann, sowohl im Grundschulalter als auch im jugendlichen Alter. Was wir gerade bei uns sehen, ist, sie wirken gerade dort, wo es gerade eingeschränkte familiäre Unterstützung gibt, die ergänzt werden kann, weil wir sehen unter den teilnehmenden Jugendlichen, die aus nicht ganz so benachteiligten Hintergründen kommen, keine positiven Effekte. Die sind komplett unter den wirklich stark Benachteiligten zu sehen. In unserer Studie sehen wir, wir haben da ein bisschen versucht, eigentlich, was sind Wirkungskanäle? Und als ein sehr wichtiger Aspekt, den wir gefunden haben, ist, dass immer dann, wenn die Jugendlichen berichten, dass sie die Mentorinnen und Mentoren als Ansprechpartner verstehen, um über ihre Zukunft zu sprechen. Dort, wo das geschehen ist, sehen wir die starken positiven Effekte auf die Arbeitsmarktchancen. Das heißt, es geht hier wirklich darum, sozusagen jemanden zu haben, mit dem man reden kann und gerade über die Zukunft sprechen kann. Das ist es, was wir sehen. Man kann das, jetzt sozusagen komme ich wieder zurück auf meinen ökonomischen Hintergrund, natürlich auch in Kosten und Nutzen denken. Die Politiker, die mit hier waren, müssen das am Ende des Tages auch tun. Man kann das natürlich nur sehr überschlagsmäßig machen und Pi mal Daumen als grobe Richtung angeben. Wir wissen natürlich sozusagen, was das Programm kostet pro Teilnehmer. Was wir jetzt in der Studie noch gemacht haben, ist zu sagen, okay, wenn wir diese positiven Effekte gerade zum Beispiel auf die Mathematikleistungen sehen und wir insgesamt sehen können, und das können wir quantifizieren, wie stark sich eben die schulischen Leistungen später auf Einkommen auswirken. Und das ist sehr stark, dann können wir das quasi in Euro ausdrücken. Und wenn wir das gegeneinander stellen, dann ist das bei einem Programm, das sich jetzt nur auf die benachteiligten Jugendlichen ausrichten würde, übersteigen diese Nutzen, die Kosten, um mehr als 30, den Faktor 30, also um ein Vielfaches. Also selbst wenn wir da sozusagen viel Ungenauigkeit drin haben, ist es ganz klar, dass jeden Euro, den wir hier rein investieren, mehrfach zurückkommt. Das Spannende oder wirklich sozusagen Positive hieran ist eben insgesamt, wir sehen seit sehr langem die große Chancenungleichheit von Kindern und Jugendlichen. Aber wir sind eigentlich nicht hilflos. Politik und Gesellschaft können was tun. Und das gilt gerade jetzt auch in den Zeiten von Corona, wo sich eben durch die Schulschließungen und so weiter gerade die benachteiligten Kinder und Jugendlichen abgehängt wurden, nicht so betreut wurden und entsprechend wir fürchten müssen, dass die Bildungsschere weiter auseinandergeht. Darum denke ich, ist es extrem wichtig, dass die Politik jetzt eben wirklich versucht, konkret solche Maßnahmen zu nutzen und auch nicht zu wild rumzudenken, sondern einfach am besten mit den Programmen, die es gibt, wir haben zwei davon hier besprochen, zu sprechen und zu sagen, sozusagen, wo sind Stellschrauben, wo wir relativ schnell Hilfsmittel bereitstellen können, damit ihr viel mehr Kinder und Jugendliche jetzt erreichen könnt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie es mehr interessiert, die Studien interessiert, Sie finden es auf meiner Website. Und ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit, vielleicht für zwei, drei Fragen, um noch ein bisschen zu diskutieren. Vielen Dank, Herr Wessmann. Ich gucke auf die Uhr.